Hi, hallo, ich bin's Alena. Ich begrüße dich ganz herzlich zum Putzen nach Putzplan. Und zwar ist heute am Dienstag das Esszimmer und das Wohnzimmer dran. Ich möchte dir nicht vorenthalten, wie es aktuell aussieht. Es ist jetzt nicht dramatisch, also ne, wir haben hier keine große Unordnung. Dennoch möchte ich ein bisschen winterliche Deko entfernen, ein bisschen austauschen gegen Valentinstagsdeko, denn der Valentinstag steht ja unmittelbar bevor. Und ich habe mir gedacht, ich nehme dich wieder mit, denn du weißt ja bereits schon, wie der Freitag und der Montag in meiner Putzplanroutine aussieht. Falls nicht, findest du die Videos oben rechts im i und ich würde sagen, wir fangen an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video und bei dieser kleinen Putzmotivation. Dadurch, dass wir ja hier den Bereich zusammengelegt haben, als wir dieses Haus gekauft haben, also den Wohnbereich und auch den Essbereich, ist das für mich eine große Zone. Fly Lady inspiriert, allerdings Fly Lady für mich passend gemacht, in dem Sinne, dass ich sage, Esszimmer eine Zone, Wohnzimmer eine Zone, ein großer Raum, gehört aber zusammen und ist am Dienstag dran, damit ich einfach auch meinen Putzplan einfach schaffe. Ich mag es nun mal sauber und ordentlich, ich gebe es ganz offen zu, auch auf der Baustelle, so gut wie es eben geht. Und ja, ich habe es halt für mich passend gemacht, wenn ich jetzt nach dem Fly Lady System loslegen würde und sagen würde, montags alle Oberflächen, hätte ich im Endeffekt das ganze Haus geputzt. Ne? Also ich denke immer, man sollte sich bei solchen Sachen, genauso wie beim Putzen nach Putzplan, das immer so für sich passend machen, wie es aktuell eben einfach möglich ist und wie es für einen persönlich eben selber einfach passt. Während ich jetzt hier unseren Glastisch abwische, werde ich natürlich wieder verfolgt von unserem Hund. Dafür kann ich nichts, denn der ist immer mittendrin statt nur dabei, wie du sehen kannst. Die Katzen, ich bin ganz offen und ehrlich, also sie leben beide noch, es geht ihnen auch beide hervorragend. Sie gehen rein und raus, wie es ihnen beliebt. Ich verfolge meine Tiere aber grundsätzlich nicht mit der Kamera, das heißt, wenn sie durchs Bild rennen, dann ist es okay. Wenn sie es eben nicht tun, dann ist es eben so, dann kann ich es eben auch nicht ändern. Und ich filme immer dann, wenn ich Zeit habe und nicht, wenn irgendwelche Haustiere zu Hause sind, also oft danach gefragt wurde. Ich wische dann auch sämtliche Fensterbänke ab. Du siehst, wir haben hier einen kleinen Solarroboter. Der muss noch ein bisschen Sonne tanken, natürlich außerhalb von Kodas Einzugsgebiet. Und dann habe ich hier noch ein paar Süßkartoffeln und Physalis angezogen, beziehungsweise bin gerade dabei. Und die kann ich dann jetzt auch in den etwas kühleren Raum stellen, nämlich bei uns ins Gästezimmer. Du siehst, der Lappen wird schon immer lustiger von der Farbe her. Ich nehme wie immer meine DIY-Putzmittel. Hier den ganz normalen Allzweckreiniger, der aus Essigessenz und Wasser gemischt besteht, mit einem Spritzer Spülmittel drin. Wann ich Fenster und Fensterrahmen putze, das kommt immer ganz drauf an, dann, wenn es nötig ist. Und da bin ich auch ganz offen und ehrlich, also ich putze nicht jeden Dienstag dann sämtliche Fenster von innen und außen mit. Auch nicht die Fensterrahmen, wenn ich grobe Verschmutzungen sehe, wie du es nachher an der Terrassentür sehen wirst, wegen Hundenasen etc., dann mache ich das natürlich mit. Sämtliche Sockelleisten und Fußleisten und auch hier diese Podeste müssen mit abgewischt werden, denn ja, dadurch, dass da unten die Heizungsrohre langlaufen und mein Mann hier mit Trockenbau das Ganze verkleidet hat, dass wir die Heizungsrohre eben ne, da nicht haben, muss das eben auch mit abgewischt werden. Das ganz normaler Trockenbau, den habe ich in mehreren Schichten mit weißem seidenmatten Lack lackiert und dann habe ich da eine ordentliche dicke Schicht an Klarlack draufgehauen, sodass ich das sogar feucht abwischen kann, ohne dass da irgendwas passiert. Selbiges natürlich auch im Essbereich, also wenn ich die Fußleisten mache oder auch diese Podestleisten, dann gehe ich da einmal durch den kompletten Raum rum. Hier unsere Trittschwelle zur Terrassentür, die muss natürlich auch abgewischt werden. Hund rein, raus, wir rein, raus, kennste. Und hier entferne ich jetzt noch alle Nasenabdrücke von Koda, genauso wie ich mal schnell den Rahmen der Terrassentür noch mal kurz mit abwische, wenn ich da so ein paar Flecken und ein paar Verkrustungen einfach sehe, die da nicht hingehören, die dort auch nicht sein sollen. Aber Fenster und Fensterrahmen, das mache ich dann wirklich, wenn mal einen Tag lang es nicht gerade Minusgrade hat, die Sonne scheint und es dann auch wirklich vielleicht mal für 2-3 Tage keine Schneeschauer oder Regen angesagt ist, damit ich auch wirklich was davon habe, wenn ich die Fenster geputzt habe. Die Rollo-Aufroll-Dinger werden auch mit abgewischt.
Hier nochmal kurz der Fensterrahmen, denn da waren dann doch ein paar mehr Flecken dran, als mir persönlich recht war. Und dann kann ich auch schon weitermachen mit einem neuen Lappen, nämlich beim Esstisch. Die Platzdeckchen schüttel ich auf dem Boden hin aus. Der Staubsaugerroboter ist heute Morgen schon durchgefahren und das Absaugen dieser Hochflorteppiche mache ich. Also das schafft der Staubsaugerroboter sehr gut, bin aber auch ganz ehrlich, also 2-3 Mal die Woche nehme ich mir auch meinen ganz normalen Bosch-Staubsauger mit Kabel, den guten, muss man ja sagen, der da wirklich alles aus jeder Ritze rauszerrt und saugt dann dort einmal alles ab. Wenn ich den Tisch dann freigeräumt habe, kann ich mich auch gleich um die nächste Kategorie kümmern. Das sind nämlich die Bilder hier an der Wand und die Lampen, die du siehst, sind bereits auch schon abgewischt. Im Vorbeigehen mache ich noch schnell die großblättrigen Pflanzen sauber, also meine Geigenfeige und links dann auch die Monstera. Alles, was so in kleinen Töpfen ist, das stelle ich regelmäßig in die Badewanne oder eben auch in die Dusche und brauste das alles ab. Lass das mal für 1-2 Stunden dann in der Wanne stehen und abtrocknen und dann ist das auch wieder in Ordnung. So muss ich dann zum Beispiel nicht bei der ganz rechts außen, bei der Efeutute, da stundenlang jedes einzelne Blatt abwischen. Und ja, das funktioniert dann eben auch recht gut. Im Sommer ist es sogar so, dass wenn ich weiß, es kommt ein schöner Regen im Sommer, dann stelle ich auch mal alle meine Pflanzen raus auf die Terrasse und lasse sie dort einmal ordentlich abregnen und sich vollsaugen mit Regenwasser über Nacht. Das geht aber auch nur, wenn es wirklich dann eine schöne laue Sommernacht ist, wo den Pflanzen kein Erfrierungsschaden einfach droht. Die Blumentöpfe wische ich dann natürlich auch mal noch schnell mit von außen ab, denn die haben so ein bisschen Struktur und die sammeln auch ganz gerne Staub. Der Esstisch wird natürlich auch abgewischt. Selbiges mache ich dann auch mit den Stühlen. Gleicher Lappen, leicht feucht. Die Stühle findest du in der Videobeschreibung unter meine Empfehlungen verlinkt, unter Esszimmer. Und ich glaube, ich habe einen ähnlichen Esstisch nämlich auch verlinkt. Der hier ist, glaube ich, jetzt von Wayfair gewesen, so wie unser Sofa, lass mich lügen, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, da müsste ich jetzt wirklich auch mal nachgucken. Jetzt ist ja der Valentinstag kurz bevor und ich bin eigentlich nicht so der große Dekorierkünstler und auch nicht der große Valentinstags-Fan. Himmel, der Gott, ich habe schon wieder Mundfasching. Entschuldige, trotzdem möchte ich es mir nicht nehmen lassen, ein bisschen Abwechslung einfach auf unseren Esstisch und auch auf den Wohnzimmertisch und dann auch auf unsere kleinen, Anführungszeichen, Bar zu bringen. Die Blumensträuße, die ich hier verwende, die sind alle noch von meinem Geburtstag durch regelmäßiges Wasserwechseln und das Anschneiden der Stiele unten immer wieder, konnte ich jetzt die Lebenszeit echt sehr, sehr gut verlängern und die möchte ich natürlich auch noch mal ein bisschen in Form bringen. Muss allerdings gestehen, wenn ich am Freitag dann wieder Lebensmittel einkaufen fahre, werde ich mir wahrscheinlich noch einen Strauß Tulpen mitbringen und oder auch 2 Sträuße und dann die Sträuße einfach auch austauschen, weil man eben schon langsam sieht, dass sie das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben. Wenn ich das dann erledigt habe, kann ich auch die Sachen, die ich jetzt beim Aufräumen vom Esszimmer und Wohnzimmer schnell in die Küche gestellt habe, dann natürlich auch wieder aufräumen. Da hinten die 2 Behälter, wo eben meine Süßkartoffeln drin sind, also die Spitzen, die Triebspitzen, die ich bewurzelt habe lassen und jetzt auch eingetopft habe. Und auch meine Physalis, wie gesagt, die räume ich dann noch ins Gästezimmer, räume dann auch den Kladderadatsch und verhaue in der Küche wieder auf. Denn die Küche habe ich ja bei mir in Echtzeit gestern gemacht und du hast es am Samstag gesehen. Und wenn das dann auch alles erledigt ist, dann bleibt mir eigentlich nur noch das Wischen übrig. Und dann ist der Raum auch wieder ordentlich sauber durchgewischt, abgestaubt, alles an seinem Platz. Ich meine, gut, das war jetzt vorher auch schon alles an seinem Platz. Aber ich mag es einfach. Es gibt auch Dinge, die ich tagtäglich erledige, wie Flächen in der Küche abwischen und so weiter. Das mache ich jetzt dann gleich im Anschluss. Das Video, was ich alles täglich mache, das verlinke ich dir oben rechts im i. Ich habe dann natürlich noch die ganzen Vasen ausgewaschen und sauber gemacht. Den Geschirrspüler darf ich dann jetzt im Anschluss auch noch aufräumen. Und dann möchte ich mich auch noch schnell um die in Anführungszeichen Bar kümmern. Das heißt, dort die Weihnachtsdeko bzw. die Winterdeko. Weihnachten habe ich ja schon nicht mehr stehen. Aber die Winterdeko entfernen, das mache ich dann auch in der Küche. Und nochmal so ein ganz klein bisschen was hinstellen, denn du weißt, ich mag, wenn es
ordentlich aufgeräumt und nicht zu überladen mit der Deko ist. Ich hoffe, dir hat dann das Video gefallen, nachdem ich dann hier alles in Ordnung gebracht habe. Ja, hoffe ich, hast du einen wunderschönen Tag. Ich hoffe natürlich auch, dass dir das Video gefallen hat. Und wenn du dich für die anderen Videos aus dieser Putzen nach Putzplan leicht Fly Lady angehauchten Videos interessierst, dann verlinke ich dir natürlich auch die Playlist oben rechts im i. Den Putzplan hatte ich früher in unserer Wohnung schon, als wir noch zur Miete gewohnt haben. Dort hatte ich das alles ein bisschen anders aufgeteilt. Das heißt, jetzt hier in unserem eigenen Haus, was dann doch 50 Quadratmeter größer ist als unsere Mietwohnung oder knapp 60 Quadratmeter größer ist als unsere Mietwohnung, fällt natürlich noch ein bisschen was anderes an. Und ja, dann hoffe ich, hat dir das Video gefallen. Ich wische mich jetzt hier zu Ende und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss, deine Alena.